Hier, nimm. Mach den Mund auf, du musst es essen. Verdammt! Dem Baum ist kalt. Ich muss ihn behäkeln. Hallo? Wer bist du? Hallo? Puh. Hallo Fremder! So spät noch unterwegs? Wo kommen Sie auf einmal her? Ich bin hier die ganze Zeit gewesen. Aber komm, du kannst dich ruhig mit dazusetzen. Ich mach dann ein herrliches Teufelssüppchen. Ein altes Familienrezept. Komm, setz dich. Komm, wir bauen ein Feuer zusammen auf. Okay. Klar, du musst dich dazusetzen. Los, komm, nicht so schüchtern. So, aber erstmal brauchen wir ein ordentliches Feuerchen. Am besten, wir legen das in der altbewährten Pentagrammtechnik auf. Die brennt wie Zunder. So. Wo kommst du denn eigentlich her? Ach du, eine lange Geschichte. Ich war nur joggen im Wald und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hatte ich tierische Kopfschmerzen. Ich muss auch ohnmächtig gewesen sein. Ich bin aufgewacht und hatte einen total wirren Traum irgendwo im Wald und bin dann doch tatsächlich an dieser Stelle vorbeigekommen und bin hier weiter durch den Wald geirrt, bis ich dann dieses Lager hier entdeckt hatte. Ja, das höre ich wirklich von vielen Leuten hier. Also, mit dem Wald hier stimmt irgendetwas nicht. Gibt's eine sehr alte Legende auch drüber. Normalerweise leben die Füchse friedlich und unscheinbar am Wald. Die Menschen bekommen sie dabei kaum zu Gesicht. Vor genau 500 Jahren allerdings gab es einen besonders harten Winter und der Schnee lag meterhoch. Aus dieser Not heraus wagten sich die Füchse immer näher an die Dörfer heran. Die Überreste, die die Menschen verschmähten und wegwarfen, glichen einem Festmahl für die hungrigen Füchse. Aber die Dorfbewohner sollte der Winter bald ebenso spürbar werden. Als nächstes forderte der unbarmherzige Winter die zarten Seelen der Kinder ein. Nun befürchteten die Familien, dass die Füchse ihre Leiber holen würden und baten die einsam am Waldesrand lebende Hexe um Schutz für ihre Kinder. Die Hexe belegte die Füchse mit einem Fluch. Doch um das Gleichgewicht der Natur zu wahren, blieb ein Fuchs verschont, doch die lebendige rote Farbe seines Fells verblich und ergraute. Fortan bekam kein Dorfbewohner mehr einen Fuchs zu Gesicht. Nur selten berichtete ein Einzelner im Lichte des Vollmondes, das silbern schimmernde Fell des Fuchses in der Ferne gesehen zu haben. Weiterhin besagt die Legende,
dass dieser Silberfuchs alle 100 Jahre ein silbernes Ei hervorbringt. Wenn dieses Fuchsei allerdings nicht bis zum nächsten Vollmond zerstört wird, der Fluch gebrochen ist und alle ungeborenen Füchse auf einmal über die Dörfer herziehen. Ja, so viel zur Legende. Aber was ich nochmal wegen deinen Träumen fragen wollte, was hast du denn dort noch alles gesehen? Ich habe immer wieder einen Fuchs gesehen. Ein silberner Fuchs und ein Felsen. Irgendeinen großen Felsen. Sag mal, wie sah denn dieser Felsen aus? Der hat eine ganz komische Form. Ich kann es jetzt nochmal aufzeichnen, so grob. Aha. Das ist ja ganz eindeutig. Das ist der Fuchsfelsen. Der ist ja gleich in der Gegend. Aber bei Nacht sollte man ihn nicht betreten. Okay. Schütze es! Behüte das Ei! Zerbrechen. Du musst das Ei beschützen! Bring es in Sicherheit! Rette das Ei! Behüte das Ei! Du musst das Ei ausbrüten. Du musst das Ei zerstören. Dich hat der Teufel geschickt. Ist es. Es ist endlich zerstört. Es ist zerstört. Endlich ist das Ei zerstört. Endlich. Ich habe meine Macht wieder erlangt. Ja. Jetzt bin ich wieder bei einer alten Macht angelangt. Jetzt kann ich endlich zu wahrer Größe finden!